Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Chiara Corona, schönen Freitag. Zu einem schweren Unfall mit einem Zug ist es heute Nacht in Dornbirn gekommen. Ein 88-jähriger Mann ist aus bislang unbekannter Ursache auf die Gleise gestürzt und dort bewusstlos liegen geblieben. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Zug in den Bahnhof. Der Lokführer konnte noch rechtzeitig die Notbremse ziehen, der Mann wurde aber trotzdem vom Zug erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 2-jährige Effe leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Heute um 13 Uhr beginnt deswegen im Messepark eine große Typisierungsaktion. Susanne Marusch vom Verein Geben für Leben ruft ganz bestimmte Spender auf. Jeder, der sich vor April 2015 typisieren hat lassen, bitte kommt nochmal in den Messepark, lasst euch typisieren, denn ihr seid alle noch in der alten Datenbank in Wien. Die haben nur Teiltypisierungen gemacht. Die schaut man heutzutage in der weltweiten Datenbank kaum mehr an. Typisieren lassen kann sich jeder, der gesund und zwischen 17 und 45 Jahre alt ist. Am Sonntag endet die situative Winterreifenpflicht. Wer aber am Wochenende noch in die Berge will, sollte das unbedingt noch mit Winterreifen. Dominik Tscholl vom ÖMTC. Vom Wetterbericht her ist kein Schnee mehr in den Tallagen zu erwarten. Wenn jemand in den nächsten 3 Tagen noch in die Berge sollte und weiß, dass er dort in den Schnee kommt, dann macht es Sinn, dass er noch die Winterreifen montiert lässt. Vor allem Motorradfahrer sollten jetzt noch vorsichtig sein. Und über 280.000 Euro konnte das Wälder Museumsbändle vergangenes Jahr erwirtschaften. Mit Teilen des Gelds soll in die Strecke und in die Lokomotive kräftig investiert werden. So sollen auch neue Kunden angelockt werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis Montag.